Leute, die Sache ist, ihr wisst ja, also die Leute im Chat jetzt, ihr wisst ja, ich plane ja noch ein Projekt, was quasi als Varo-Ersatz kommen soll, weil Varo ja jetzt nicht stattgefunden hat, ja? Und in diesem Projekt spielen 50 bis 100 Leute mit, also in, nicht in dem jetzt, also in Craftex, aber Craftex ist ja so ein Bauprojekt und wo man halt so Städte und sowas aufbaut und so. Es wird noch ein Projekt geben, was so mehr PvP auf, also so in die Richtung Varo geht, hab ich dir schon mal erzählt. Und da spielen halt 50 bis 100 Leute gleichzeitig mit. Und ja, damit das eben nicht so leckt, habe ich mir jetzt Nitrado als Partner geholt und hoffentlich stellen die da einen richtig geilen Server hin, weil wenn das, also das dürfte nicht so laufen wie hier. Ciao meine lieben Friends, herzlich willkommen wieder zum weiteren Video von mir. Mein Name ist Kevin zu den Filmen und ja, heute geht es mal um den lieben ungespielten Alias Simon. Und zwar hat er in seinem Craft-Deck-Livestream, was ihr wahrscheinlich schon am Anfang des Videos gesehen habt, ein neues Minecraft-PvP-Projekt angekündigt, was als Varo 5-Alternative kommen soll. Was ich extrem geil finde. Erstmal danke Simon dafür, dass du uns jetzt einsetzt, dass wir ein geiles PvP-Projekt dafür bekommen. Wenn das kommt, werde ich auf jeden Fall News dazu machen. Darauf bin ich schon mehr gehypt. Ich hoffe, dass es Titan ist von Sinus. Denn Sinus hat ja Titan eigentlich so mehr oder weniger gestoppt. Denn es gegangen ja damals gar keine Teilnehmer, beziehungsweise es gab zu wenig Teilnehmer. Und ich hoffe, dass Simon einfach dieses genommen hat und einfach ein geiles PvP-Projekt macht. Simon hat ja damals mit MCX zusammen Varo ins Leben gerufen. Das heißt, wenn jetzt ein alternatives Varo-Projekt, Alternative zu Varo kommt, was Minecraft-PvP-Projekt angeht, dann wird es wahrscheinlich mega, mega cool. Was denkt ihr, was für ein Projekt wird es sein? Wird es Minecraft-Battle sein oder sonst was in die Richtung? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich wollte euch einfach nur wissen, dass Simon jetzt dazu ein Projekt plant, was Minecraft-PvP beinhaltet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihr mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich weiter wie zu mir. Also, ich mal raus und ciao.